Hallo zusammen! Sie hat seriöse Fragen an euch. Oh ja, seriöse Fragen. Das ist unser Spezialgebiet, wo wir uns am wenigsten auskennen. Mit dem Crazy Luke! Und der Demi! Ich bin der Pote und ich bin der Körbli. Genau, ich bin der Rilo und bin mit 1,85 grösser wie der. Also über den Film und Dave 8. Wir machen so wie auch gestern eine Zusammenfassung so ein YouTube dieses Jahr. Wer bist du? Ich war heute. Sie sind Donald. Aha. Ich wollte einfach so ein mal fragen, so bis 2022 haben wir jetzt noch. Genau. Ja. Ja. Ja, wie ist es für euch? Sie haben ja glaub, beide angefangen dieses Jahr. Oder? Ja. Also, ich komme in den Fall. Ja. Ja, so mehr oder weniger. Also, ja, ich bin ja nur so mehr dabei, ein bisschen. Wie war es für euch so der Start? Ich habe jetzt, also mein ältester Film, das ist jetzt 10 Monate alt, ungefähr. Mhm. Ich habe 33 Abonnenten aktuell. Unbedingt abonnieren an dieser Stelle. Genau. Ich hatte ein höheres Ziel in einem Jahr, mehr Abonnenten zu bekommen. Nein, da habe ich es nicht geschafft, aber ja. Was sicher ist, einiges tiefere Einblicke in die ganze YouTube-Szene. Da auch immer wieder mal YouTube-Treffen hatte, die ab und zu glatt und ab und zu weniger glatt gelaufen sind. Ui, gerade so. Aber auch das war keine einfache Aufgabe. Das muss man ganz klar sagen. Du meinst jetzt wegen dem negativen Sinn hauptsächlich organisatorisch, oder? Also das darfst du ja voll raushauen. Nein, also nicht nur das, nein. Ich muss sagen, ich bin ein dummes Ich. Ja, das sicher. Ja, genau. Aber nicht nur. Es ist, oha. Das Ganze habe ich auch als sehr kindergartenmäßig zum Teil erlebt. Aber andererseits, wenn man hier auch schaut, wie viele YouTuber sind auch minderjährig. Also ja. Kann man auch eigentlich nicht mehr erwarten. Und man muss nicht im Kindergarten sein, dass es ein Kindergarten ist. Das schaffen sogar noch 25-jährige Leute, dass es ein Kindergarten ist. Das ist so. Treffen an sich waren eigentlich geil gewesen. Viele andere Leute kennengelernt und jetzt wackelt halt ein bisschen, sorry. Das ist, weil Leute es an der Kamera rumspielen, immer um eine Figur regeln. Ganz viele andere Leute kennengelernt, grössere und kleinere YouTuber. Grundsätzlich eher kleinere, wobei auch sympathisch sind, finde ich sagen, muss ich sagen. Ja. Und sonst nur ein kurzer Blick zu mir und dann. Nein, ist Spaß. Nein, und sonst viele lässige Sachen erlebt für YouTube, mit YouTube. Natürlich aber auch im privaten Leben. Geiler Job, relativ kompatibel gleichzeitig gleich noch mit YouTube. Auch wenn ich noch kein Geld verdiene. Über Geld redet man nicht, gell? Genau. Ja, es war auch cool, mal so ein bisschen Einblick in YouTube so zu bekommen in diesem Jahr. Weil ich bin eigentlich eher so ein bisschen Video, einfach wenn ich gerade Lust habe. Und halt, die einen Videos habe ich auch nur aufgeladen, weil ich es auch privat gebraucht habe. Und ich fand, ja, vielleicht hätte sonst noch jemand Lust, um die zu schauen. Und wenn ich halt gerade auch lustig finde, Videos zu machen und natürlich freue ich mich auch über Abonnenten oder Likes. Genau! Dann würde ich gerne von euch wissen, was hat euch dazu inspiriert, überhaupt mit YouTube anzufangen? Vor 9 Jahren habe ich angefangen. Nein, mit Corona. Okay. Mit den letzten 3 Jahren angefangen. Cool. Was hat ihr da für Videos gemacht? Minecraft. Ja. Dann hast du auch zuerst mit Minecraft angefangen? Genau. Warum habe ich mit YouTube angefangen? Weiter. Ganz einfach, wegen dem Grund. Lied am Ding, das ich gemacht habe. Nein, wegen dem Ding. Total genial. Ja, safe. Ich war schon wieder gemacht, nicht, oder? Ich habe mit YouTube angefangen, da hat es Nati gar noch nicht. Nein, nein. Ich bin eigentlich zurückgekommen, weil ich den Missstand von dem Stream gesehen habe, wo die Bummeli mit dem Channel voneinander los sind. Das ist der Grund. Obwohl, das ist ja eineinhalb Jahre vorher, ist das ja ausgestrahlt worden. Ich habe es viel Spaß gesehen. Gefunden, du als YouTuber, egal woher du kommst, deine Wurzeln müssen bewahrt bleiben. Du meinst, du sagst, du hast einen Job, um die Leute in deinem Leben zu halten? Ja, haben wir doch irgendwo durch mal, oder? Nein, aber jetzt mal ernsthaft, ich glaube, die grossen YouTuber, denen sieht man gerne, was sie erreicht haben. Hm? Er hat schon 5-6 Kanäle gehabt. Ganz kleine. Scheiß Kanäle. Gibt's auch nicht mehr.
Vorher habe ich nur immer Highlight hochgeladen. Die Leute machen das Highlight. Motto, wenn du wieder aufrufen fahren oder abonnieren, kann ich unten, wenn du Challenge war. Das war eigentlich so ein Challenge-Kanal. Also ganz am Anfang hat es dir ja anders angefangen. Du hast jetzt erst Fortnite gemacht. Die sind episch. Was hätte ich dazu mal inspiriert, um mit dir zu fangen? Wieso sind meine Vlogs episch? Ich finde es eine geile Hut, du hast schon gar nicht mehr gehabt. War der Michelle? Komm. Also, was ich gesagt habe, der Michelle-Kanal ist geil. Nein, ich kann ja eigentlich in die USA. Das war noch nicht. Nein, also für einen größeren Trip. Und ich habe keine Ahnung, wie. Und darum bin ich auf YouTube. Ich bin bei Felix von der Laden geschaut. Mhm. Und habe gefunden, was der irgendwie schnuffeln kann, durch ich auch. Und durch was ist das entstanden? Haben wir noch vor dem Abflug ein Camp gekauft. Und ja, so hat es angefangen. Und die Camp hast du noch? Ja, das ist die da. Okay, die Frage hat wirklich meistens Bürgerjot. Sicher. Hast du dich dabei happy day? Warum eigentlich? Also warum haben wir eigentlich damit angefangen? Habt ihr gefunden, der Rilo regt so euch auf, jetzt müssen wir auch mal, oder? Was jetzt müssen wir mal den Pakt auf den Tisch schlagen. Ja, nein. Also, willst du anfangen, das Elif? Ich kann schon. Das Elif. Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der Millionen von Hobbys hat. Nicht gerade Millionen, aber zig Hobbys. Fast keine Zeit eigentlich für die Hobbys und enorm viel Spannendes. Und ich habe immer wieder mal mit Leuten geredet, die gefunden haben, hey, mega geil, was du alles machst, oder klettern etc. Es wäre geil, wenn man dich begleiten könnte. Und darum habe ich gefunden, machen tue ich so oder so. Also kann ich es ja mal probieren, filmen und online stellen. Mhm. Ist aber auch wiederum ein neues Hobby. Jetzt habe ich schon wieder ein Hobby mehr. Und immer noch nicht mehr Zeit. Aber wie auch immer. Ja, ich habe einfach den YouTube-Kanal gefunden, so, ja, ich möchte eine Botschaft weitergeben. Wie meine Videos schauen, hat es eigentlich immer eine Botschaft dahinter, bis auf eins, das ist einfach aus, nein, zwei sogar, wo eigentlich einfach lustig sein soll und unterhalten. Aber ich habe gedacht, ja, ich möchte eine Botschaft weitergeben und gerade in der heutigen Zeit von den Medien ist YouTube halt auch schon mega ein cooler Kanal. Plus habe ich auch gemerkt, ich spiele mega gerne Theater und durch das ist das auch noch eine Möglichkeit, weil ich gerne auch Geschichten erfinden, schreiben. Und Theaterspielen ist das eine super Möglichkeit. Darum habe ich auch zwei Kanäle. Einen, der ein detektivischer Kanal ist, wo eigentlich drei Kinder immer wieder detektivische Fälle lösen. Was auch noch eine Botschaft drin hat, eine spezielle. Genau. Neben dem, dass sie den Fall lösen. Und das macht mega Freude. Und so das mache ich es auch weiter. Aber ich darf gerne auch die anderen schauen. Zum Beispiel Playmobil-Videos. Ich bin gespannt, darf da gerne schreiben, ob ihr herausfindet, was sehr viel mit eurem Leben zu tun hat. Übrigens, bevor ich vergesse, ich habe für dich ein Weihnachtsgeschenk gebraucht. Oh, was? Merci vielmal! Mega geil! Danke vielmal! Wer ist dein Vorbild? So auf YouTube bezogen. YouTube habe ich eigentlich kein Vorbild. Hast du denn ein Vorbild gebraucht? Für mich Challenge, für die Kaha. Ja, ich habe schon mal so ein bisschen nach Ideen gesucht und so. Schon mal die so nach Düsseldorf, weil zu viel fremder sind. Wirst du mir? Ja, ich weiß, ich bin mit den Kindern. Also, wirklich der Wort berühmt, falsch. Sondern wir haben so nach dem Motto: Ja, gut, was gibt's denn schon? Was kommt da gut da? Habe ich halt auch gemacht und jetzt hat er mir von meiner Cam etwas noch was gelernt. Also, mein Vorbild ist halt sich schon ein bisschen. Nein, ist schon wieder Rede, oder? Nein, eh nicht. Also Vorbild, du bist halt so ein Typ. Ich stehe immer voll im Bild, ja? Nein, du bist so ein Typ, finde ich, der mich halt inspiriert, was machen. Nein, eh nicht. Also du bist eher so eine Woche, was macht, so ich meine. Du bist eine Woche, was du sagst, wie du bist fördert. Vielleicht noch mal kurz zurück zum Thema, wo man kein. Also ich habe ein Vorbild bin. Genau, er hat ja gerade ein mega Lob gemacht, für, wie Danke. Du andere kannst motivieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob er es ernst meint. Das darfst du auch annehmen und nicht einfach ablenken. Er ist nur Lügen. Nein, er sagt halt, ich bin ernst. Ich glaube, ich rede auch für andere Leute, die dir dankbar sind. Zum Beispiel ein Lars oder ein Anna.
Dafür möchte ich mir dir einen Applaus geben für dein Jahr. Hast du gut gemacht, Adela. Das ist das Geschenk. Die YouTuber des Jahres. Oh, was ist das echt voll? Den Tipp gibt da. Mag die letzte. Genau. Ernsthaft? Ja, genau. Fliegen wir zusammen auf den Glauben. Grüß an Can. Nein! Und dann noch vom Originalhersteller. M&M's. Mark und Mark. Wow! Danke vielmals. Oh, dem Land. Wie das geht. Dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Deine Teammate. Backhäuser. Ein Sturm. Das ist Sturm. Felix. Easy. No. Ja, blöd. Ja, wir haben es alle verstanden. Für meine Frage wäre noch, wer sind eure Vorbilder? Also mir ist es eindeutig, ich möchte eigentlich Jesus als Vorbild haben. Und YouTube-Inspirationen. Ja, würde ich sagen, gerade wenn ich so Ideen, so wenn ich jetzt für Sims-Video eine Idee bringen würde, weil ich mich schon noch lustig sein, da bin ich halt schon Inspirationsquelle ist da genug. Aber Vorbild ist jetzt weniger, mehr Inspirationsquelle manchmal. Eigentlich habe ich nicht wirklich etwas. Ich mache einfach mein Ding und jeder, der irgendwie es nicht geil findet, sage ich, gut, schön für dich, musst es ja nicht schauen. aber was sicherlich auch ist, ich folge auf YouTube und Instagram enorm viel Reisekanal und Naturkanal und Survival und Outdoor-Kanal, wo ich immer wieder muss sagen, sehe ich geile Sachen, wo ich muss sagen, wo die selber ausprobieren und Seven versus. Zum Beispiel, was ich aber auch muss sagen, so wegen 7 vs. 8, man sieht wieder, wie kaputt unsere Welt ist, wie viel Abfall dort rumliegt und etc. etc. Wo ich muss sagen, das ist etwas, das berührt mich gewaltig. Aber wir könnten eigentlich wirklich mal irgendwie so eine Challenge machen, so eine Umwelt-Challenge. Einfach mal ein Vorbild vorgehen, was meinst du? Da muss ich sagen, da bin ich etwas am Planen. Echt? Da kann ich jetzt vielleicht auch kurz einen Spoiler geben. Das ist nämlich, haben wir geplant für einen Monat bis zwei von da bis Rumänien zu reisen. Zu Fuß? Nein. Das wäre jetzt wirklich geil gewesen. Mit dem Auto und dem Anhänger. Das ist aber nicht umweltfördernd, das Auto. Und bei jedem Gewässer, wo wir vorbeikommen, Magnetfischen. Und alles, was wir dort rausholen, tun wir für den Alteisenpreis verkaufen. Und mit dem Geld die Strassenhunde in Rumänien unterstützen. Also ich würde mal sagen, liebe Leute, wenn aus Versehen bei euch mal irgendwie ein Velo in den See geht, ist, ihr wisst, an wer ihr euch mit Wetter. Genau. Oder an meinem Bruder, Magnetfischerei, der antwortet noch einen auf Instagram. Und wenn ihr am Umspazieren sind und irgendwo liegt Abfall am Boden, dann sammeln sie auf und tun sie krübeln. Wird es wieder so ein Event übrigens geben, das wir mal gemacht haben dieses Jahr? Das wird es sicher wieder geben. Das gibt es alle Jahre, gibt es Tag des Magnetfischens. Dieses Jahr haben wir es in Zürich gemacht. Es sind nicht so viele Leute gekommen, wie erhofft, aber gleich ein paar. Und wir anfangen, oder? Genau. Nächstes Jahr, also sicher bei meinem Hörspiel geht es weiter. Das ist jetzt das Skript, weil ich das Jahr ein bisschen Blackout hatte, hat es keine neuen Fälle gegeben. Aber das ist sicher, Ende Jahr ist das Skript fertig und dann wird sicher nächstes Jahr neue Fälle geben. Vielleicht ist das Ziel sogar zwei Fälle. Und bei den Videos, je nachdem, auf was gerade für Ideen kommen und ob ich gerade Lust habe und Spass, nochmal ein Video zu machen. Also dort ist es, bei den Videos ist es mehr so sporadisch, was halt gerade kommt. So Ihre Pläne oder Hoffnungen für 2023, für nächstes Jahr. Und was ihr jemandem für Tipps mitgeben könnt, der jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte das auch gerne machen, ich möchte gerne auch anfangen. Gibt es etwas, wo noch sagen könnte, was ihr vielleicht anders machen oder etwas, was ihr jemandem Neuem mit auf den Weg geben könnt? Ich kann einen Tipp, mach nicht Fußball, sonst gibt es Schläge. Macht aber, was du aber Freude hast. Genau. Und das Handy mach fang an. Was ist die zweite Frage? Eben Tipp geben. Tipp? Und Tipp ist, das kommt zu bleiben. Ja, kauf dir ein gutes Mikrofon und such dir eine gute Location aus. Ich finde den Ton und die Location, also was du hintergrund hast, wichtiger als Bildqualität. Ich habe noch einen wichtigen Input. Geh deinen Weg, lass dich nicht von irgendwelchen Leuten einschnurren, nicht nur von uns. Genau. Und bezüglich Zusammenhalt von YouTubern, ja,
es ist schwierig in der Szene. Es ist nicht hoffnungslos. Aber wenn man es versucht, ist es halt ein langer und ständiger Weg. Dieser Weg? Ich kann leichter sein. Die zweite Frage war noch wegen der Play für nächstes Jahr. Ja, ich wende sie, Willst auch du ein Teil von uns sein, dann melde dich an. Oder meldet euch bei der SwissTubers.info. Martin Bummeli. Der Wälder nimmt jeden auf. Genau. Auch die, die nicht dabei sind. Nicht so wie andere. Oh nein. Aber ihr wisst, wir lieben den Mord. Tipps für jemanden neu anfangen? Macht nur, was euch Spass macht. Sind euch und wenn selber. Euch, genau, sind euch selber. Und ja, könnt euch gut überlegen, was ihr mit dem Video vermitteln wollt. Wenn ihr damit anfangt, ihr müsst euch im Klaren sein, dass es immer böse Kommentare gibt, dass es Dislikes gibt etc. Und wenn ihr schon Mühe damit habt, dann will ich gar nicht damit anfangen, weil es kommt einfach dann nicht gut. Und man kann es nie für alle recht machen. Genau, das Internet ist gross, sonst kann jeder auf der Welt das schauen. Und es ist nicht nur der Zuschauer, sondern zum Teil auch unter den YouTubern selber. Ich bin mega dankbar, dass ihr da und wir die Weihnachten so weit können feiern können. Und ja, es ist mittlerweile auch nicht mehr so selbstverständlich, dass eben das mit den Dislikes und mit den Kommentaren und das alles, dass das unter YouTuber mittlerweile auch zum Teil nicht immer positiv ist. Und darum, wie gesagt, bin ich mega dankbar, sind ihr heute da gewesen. Darum würde ich mal sagen, ja, danke, sind ihr da gewesen. Unbedingt bin auf dem Kanal schauen, sind natürlich unten wieder verlinkt. Und Abo, Likes und Kommentare nicht vergessen bei uns allen. Und ich würde mal sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ja, voll. Und denkt daran, warum wir Weihnachten feiern. Und sonst googelt es. Ein genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis nächstes Jahr.